Sechster Streich. In der schönen Osterzeit, wenn die frommen Bäckersleut viele süße Zuckersachen backen und zurechte machen, wünschten Max und Moritz auch sich so etwas zum Gebrauch. Doch der Bäcker mit Bedacht hat das Backhaus zugemacht. Also will hier einer stehlen, muss er durch den Schlot sich quälen. Ratsch! Da kommen die zwei Knaben durch den Schornstein, schwarz wie Raben. Puff, da fallen sie in die Kist, wo das Mehl darinnen ist. Da, nun sind sie alle beide rundherum so weiß wie Kreide. Aber schon mit viel Vergnügen sehen sie die Brezeln liegen. Knacks, da bricht ein Stuhl in zwei. Schwapp, da liegen sie im Brei. Ganz vom Kuchenteig umhüllt, stehen sie da als Jammerbild. Gleich erscheint der Meister Bäcker und bemerkt die Zuckerschlecker. 1, 2, 3, eh man's gedacht, sind zwei Brote draus gemacht. In den Ofen glüht es noch. Ruff, damit ins Ofenloch. Ruff, man zieht sie aus der Glut, denn nun sind sie braun und gut. Jeder denkt, die sind perdu. Aber nein, noch leben sie. Knusper-knasper wie zwei Mäuse fressen sich durch das Gehäuse. Und der Meister Bäcker schrie, ach hey, da laufen sie. Dies war der sechste Streich, doch der letzte folgt sogleich.